Made in China, aber besser als nichts. Made in China, aber besser als nichts. Der Designer ist zwar reicher als ich, shit, doch ich bin reicher als die Kids der Fabrik. Aha. Made in China, aber besser als nichts. Der Designer ist viel reicher als ich. Made in China, aber besser als nichts. Ich bin reicher als die Kids der Fabrik. Aha. Die dicke Fatma darf für 6,60 Euro sehr gerne den Dreck meiner Toilette entfernen. Okay, Junge. Auch deine Pause brauchst du heute nicht. Du verzichtest darauf für mein Geschäft. Deutschland, Pünktlichkeit wird groß geschrieben. Machst du hier den Boden wischen? Sondern mal, damit du das kapierst. Hör zu. Du bist nicht von hier, also musst du dich integrieren. Und dass du aus der Heimat her geflüchtet bist, wirft ein schlechtes Bild auf dich. Erstmal schön zu Hause alles totgeballert. Und jetzt wollt ihr vom Sozialamt noch ne Wohnung haben. Ich zahle 40 Jahre in die Rentenkasse ein. Mal gucken, was am Ende davon bleibt. Gar nicht. Und weil mir das zu blöd ist, will ich die AfD, damit die das da oben auch mal verstehen. Nicht rassistisch und selbst wenn. Auch Hitler hatte damals nicht nur Schlechtes im Sinn. Der hat uns auch die Autobahn gebaut. Und die ganzen Kanaken klauen uns die Frauen. Made in China, aber besser als nichts. Made in China, aber besser als nichts. Der Designer ist zwar reicher als ich, doch ich bin reicher als die Kids der Fabrik. Made in China, aber besser als nichts. Der Designer ist als ich. Made in China, aber besser als nichts. Ich bin reicher als die Kids der Fabrik. Made in China, aber besser als nichts. Made in China, aber besser als nichts. Der Designer ist zwar reicher als ich, doch ich bin reicher als die Kids der Fabrik. Made in China, aber besser als nichts. Der Designer ist viel reicher als ich. Made in China, aber besser als nichts. Ich bin reicher als die Kids der Fabrik. Im Jahr 2015 hat es 214 Übergriffe auf Flüchtlingsheime in NRW gegeben. Achtmal so viel wie in 2014. Im Jahr 2016 haben sich die Fälle fremdenfeindlicher Gewalt gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Die Zahl aller politisch motivierten Straftaten gegen Asylbewerber und Flüchtlinge betrug in diesem Zeitraum mehr als 1800. Neonazis und Asylgegner legten in diesem Jahr schon 78 Mal Feuer. 7 Tötungsdelikte wurden gezählt. Die Zahl der rechtsradikal motivierten Straftaten hat im Jahr 2017 ein Rekordhoch erreicht. Im vergangenen Jahr wurden mit 4.700 rechten Taten rund 6% mehr als im Vorjahr registriert. Trotz der massiven Zunahme rechter Gewalt stufen die Behörden nur etwa 20 Rechtsextremisten als Gefährder ein. 2015 überfielen 250 rechte Hooligans ein alternatives Wohnviertel. Fast alle mutmaßlichen Angreifer sind der Justiz bekannt. Passiert ist nichts. Linksextreme gehen nun eigene Wege.